Damit herzlich willkommen. Eine schöne Runde, die wir hier haben im MEZ Innovation Space auf der Republika 2015 mit eigentlich zwei Motti, nämlich einmal dem Thema Mut und einmal dem Thema Rethinking Broadcast. Wir versuchen uns mal ein bisschen dem zu nähern, was da draußen gerade passiert. Ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen ist das Internet mit Livestreams explodiert. Meerkat, Periscope, YouNow, YouTube-Livestream-Veranstaltungen. Und das ist irgendwie alles so ein bisschen Fernsehen und irgendwie alles so überhaupt nicht Fernsehen und überhaupt nicht Rundfunk. Weder in der Machart, noch in dem, wie es produziert wird, noch von den Kosten, noch von den rechtlichen Rahmenbedingungen. Also da fliegt irgendwie gerade dieser ganze Begriff mir völlig um die Ohren. Und ich dachte mir, wir müssen mal auf der Republika über Rundfunkinnovationen reden und habe mir ein tolles Panel zusammengestellt. Auf der einen Seite zum Beispiel mal Bettina Brinkmann. Bettina Brinkmann ist Head of der European Broadcast Union, mit einem Produkt relativ bekannt, nämlich mit dem Eurovision Song Contest. Dann haben wir mit dabei Ernst Feiler von der UFA, der ein bisschen sich dem Thema widmet, was technisch alles möglich ist und sehr viele Programmstandards auch bereits mitentwickelt hat. Dann haben wir den Journalisten und TV-Produzenten Friedrich Küppersbusch mit dabei, der auch ein bisschen für die Personality, glaube ich, steht in den Innovationen. Und, behaupte ich jetzt einfach mal, Friedrich Küppersbusch. Und dann haben wir noch mit dabei Ralf Müller-Schmidt von D-Radio Wissen, der mir im Vorgespräch gesagt hat, er sieht eigentlich Innovationen eher weniger von der Technik als von der inhaltlichen Seite. Und hast du gesagt? Das ist mir selber ein bisschen unheimlich. Ist dir unheimlich, genau. Also da geht es dann gar nicht mehr darum, über welchen Kanal broadcasten wir. Bettina, wie schwer ist es? Ich meine, ihr habt ein relativ erfolgreiches Format seit sehr vielen Jahren. Wie schwierig ist es, Innovationen voranzutreiben, wenn man bereits ein erfolgreiches Format hat? Wir hören die schon gleich. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also man kann ja ein erfolgreiches Format weiterhin reformatten, sodass es quasi immer aktuell bleibt, was ja de facto beim Song Contest passiert. Das heißt, es wird quasi jedes Jahr wird ein wenig neu erfunden. Also es gibt immer neue Elemente, die quasi um es wirklich nowadays, also um es quasi auch weiter dem Standard des Broadcasting anzupassen. Und natürlich heißt es nicht, dass es nicht auch komplett neue Formate gibt. Also natürlich wir oder beziehungsweise unsere Sender, ich weiß nicht, EBU, also wir vertreten halt die Public Service Broadcaster in Europa, sind natürlich immer auch bemüht, irgendwie neue Innovationen zu kreieren. Und wenn es natürlich auf einem europäischen Level ist, ist es sehr schwierig. Ich meine, das muss ich keinem sagen, es ist schon schwierig, innerhalb eines Landes eine Innovation zu starten. Natürlich ist es noch schwieriger, wenn es auf einem internationalen Level passieren muss oder sollte. Aber wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich denke, man sollte parallel alles machen. Also man sollte, wenn man ein erfolgreiches Format hat, das auch weiter versuchen, erfolgreich zu halten und parallel zu gucken, was man an Innovationen machen kann. Der Song, und das ist deswegen vielleicht ganz interessant, den gibt es seit 60 Jahren. Also wir hatten jetzt 60th Anniversary, was natürlich ziemlich toll ist, irgendwie in der Broadcasting-Zeit. Und haben irgendwie 1 Billion Klicks. Also von daher, das ist schon irgendwie, also das ist ein Format, was, wie gesagt, eigentlich im Grunde genommen fast jeden abholt. Also sowohl die Family Audience als auch eben junge Leute. Ernst Feiler, du hast ein paar Programmstandards mitentwickelt, du kümmerst dich so um die ganzen technischen Dinge, um die Innovationen bei der UFA. Ihr habt Formate, die man relativ klar kennt. Auf der einen Seite sowas wie Deutschland sucht den Superstar, auf der anderen Seite so Sachen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, also sowohl Non-Fiction als auch Fiction-Formate, Entertainment-Formate, große Shows. Und wenn ich jetzt an dieses Thema denke, wir streamen jetzt gerade hier live und ich glaube, dass das, was wir hier tun, vor noch 5, 6 Jahren ein Myriadentum an mehr Geld gekostet hätte. Wie merkst du, verändert sich da dieser Markt, dass mittlerweile eigentlich jeder live senden kann? Also es ist ja mittlerweile so, dass sich diese ganze demokratische Entwicklung ja seit Jahren abgezeichnet hat. Und mein Berufsbild ist eigentlich das, dass ich dafür zuständig bin, neue Technologien zu evaluieren, manchmal auch zu initiieren mit den großen Technologieanbietern, egal ob das Hard- oder Software ist, um meinen Programmmachern die möglichst beste und effizienteste Plattform zu bieten, auch bei steigendem Kostendruck immer noch die Qualität abzuliefern, die sie abliefern wollen. Also insofern sind wir eigentlich nichts anderes als ein Technologie-Enabler. Und diese ganze Trend, den du gerade angesprochen hast, ist ja bei uns im UFA-Lab schon längst realisiert. Und ich komme gerade aus einer Technikmesse aus den USA. Das war voll davon. Also wir erleben eigentlich nüchtern betrachtet
die letzte Broadcast-Hürde, die jetzt demokratisiert wird, nach dem Aufnahmemedium, wo früher nur Leute mit viel Geld eine Kamera kaufen konnten, hat jetzt jeder ein iPhone, mit dem er das tun kann. Nach der Demokratisierung der Distribution mit YouTube und Co. erleben wir jetzt die Demokratisierung der ganzen Live-Geschichten und Multikamera-Geschichten. Also so etwas mit einer Mehrkamera-Produktion, die nicht dann so professionell aussieht, sondern auch mit iPhones funktioniert, ist bereits Realität und es wird davon ganz, ganz viel geben. Und insofern freue ich mich, in diesen Zeiten an der Schnittstelle zwischen Technologie und Inhalt sein zu dürfen, weil ich seit nach 100 Jahren Filmgeschichte endlich mal als Technologe sagen kann, du, ich bin nicht das Problem. Wo sind die Ideen? Wo sind die Formate? Liefer doch endlich mal. Ich kann dir alles realisieren. Also spätestens nach Herr der Ringe, jedes Bild, was in irgendeinem Kopf ist, können wir realisieren. Wir können alles enablen, wir können Echtzeitjournalismus machen. Das, was ich vermisse, sind die innovativen Formate um mich herum. Und mein Job ist es, innerhalb der UFA und auch mit dem UFA Lab zusammen genau das zu treiben und da Neues auszuprobieren. Und das freut mich sehr. Damit piekst du aber auch so ein bisschen den kleinen Reißnagel in den Hintern der großen Sender, weil du natürlich sagen kannst, also passt mal auf, dieser Übertragungswagen und dieser Satellit, den ihr auf dem Gelände stehen habt, der ist nicht mehr das Distributionsmonopol, oder? Absolut, aber die Realität sieht ja so aus, alles Totgesagte lebt viel länger, als man denkt, weil am Ende reden wir hier nicht von einer Revolution, wo irgendjemand jetzt auf die Barrikaden geht, das Fernsehen wird abgeschaltet, es lebe YouTube, sondern im Gegenteil, wir reden von einer Evolution, wir reden von einer Migration. Und all diese Tatsachen sind den Kollegen ja alle bekannt. Sie nutzen sie sogar schon. Ja? Aber man braucht einen ganzen Apparat, braucht man Zeit, um dieses Neue zu evaluieren, daneben Neues zu stellen, aber auch das Bestehende mit diesen Möglichkeiten zu ergänzen. Und das ist ein Prozess, der wird die nächsten 10 Jahre uns massiv begleiten. Und wir werden uns alle darüber freuen, weil wir einfach die Möglichkeit haben, dort außerhalb von großen Budgets gutes Programm zu machen und gute Inhalte, gute Geschichten zu erzählen und ganz anders zu emotionalisieren, weil am Ende bin ich zu einer Überzeugung gelangt, die Zukunft der Kommunikation ist visuell. Und alles, was wir jetzt noch viel mit Schrift tun, werden wir mit Bewegtbild tun. Und als ehemaliger Filmstudent freue ich mich da sehr drüber, weil ich fühle mich da in einer guten Position, das gelernt zu haben, wie man mit Bildern erzählt. Ich habe auch jahrelang mein Studium mit News finanziert, also ich kenne auch diesen Apparat und würde sagen, also liebe Journalisten dieser Welt, liebe Formatmacher, kommt alle zu uns, Bewegtbild ist das neue Medium, ist die neue internationale Kommunikationsform und lasst uns mal was ausprobieren. Die nächste Mail, die du mir schreibst, beantworte ich mit einem GIF. Ja. Friedrich Küppersbusch, es ist gerade der Begriff YouTube gefallen. In diesem You steckt das Wort Du drin, also du streamst. Und mir ist aufgefallen in den sozialen Netzwerken, dass die Rolle des einzelnen Journalisten, diese Journalistenmarke, eine sehr viel tragendere Rolle gewonnen hat, als wir sie früher noch in den klassischen Medien hatten. Die Kürzel verschwinden zunehmend und es kommen mehr Persönlichkeiten ins Feld. Ob die jetzt alle so hochtrabend sind oder alle auch dieselbe Qualität haben wie hochdotierte Journalisten, ist eine andere Sache. Aber wie schätzen Sie es ein? Wie sehr ist die Kolumne, die wir jetzt haben, später so ein eigenes Ding, wo man sagt, das muss ich weiterentwickeln? Wenn neue Bewegtbildformen, die jetzt im Zuge der Demokratisierung, man kann das, glaube ich, auch so ein bisschen Robin Hood TV oder David gegen Goliath TV nennen, was jetzt technologisch möglich geworden ist. Man wird diskutieren müssen, Herr Feiler, ob die Demokratisierung, die Sie, wie ich finde, zutreffend beschrieben haben, auch eine Privatisierung sein soll oder ob die Gesellschaft auch über das Stadium des sterbenden Dinosauriers altes Fernsehen hinaus sagt, wir wollen da andere als rein kapitalistisch organisierte Zugriffsmöglichkeiten haben. Dann haben wir nämlich einen schlechten Tausch gemacht. Klammer wieder zu. Mhm. Wenn dieser erste Affekt heißt, hier bin ich, hier ist mein Klarname, hier ist mein Gesicht, hier ist meine Haltung, dann ist es vor allem eine Kritik an den meinungsführenden Medien, die das Geschäft bisher gemacht haben. Ich verstecke mich hinter meinem Apparat, ich sage mal lieber nicht meine Meinung, mein Kommentar ist eigentlich eher eine Lach- und Sachgeschichte für Erwachsene. Ich traue mich nicht, etwas zu riskieren, weil ich Schiss habe vom Rundfunkrat oder vom Werbekunden. Als YouTuber muss ich vor keinem Rundfunkrat und noch vor wenig Werbekunden Angst haben und kann einfach mal was raushauen. Und das wird offenbar gutiert.
Im Moment wird es von der Splittergruppe gutiert, die Nachrichten und Altmedien auch flieht, weil denen da sowieso zu viel Politik und Zeitgeschehen und Kritik und komplizierte Sachen sind und die lieber wissen wollen, was beim Hall bei Primark rausgekommen ist. Also die Zielgruppen, die es am Ende entscheiden werden, sind noch unentschlossen. Die finden zum Beispiel im deutschsprachigen Bewegtbild-Nachrichtenangebot, ja gut, da gehst du mal auf spiegel.de und dann gehst du, schlimmes Wort, auf bild.de und dann hat man schon sehr segmentierte Interessen. Das heißt, der Killer, der Tagesschau und Heute und RTL aktuell erschießen wird, der ist noch knapp unterhalb der Eisdecke. Das wird noch kommen. Aber trotzdem gibt es Personen, die sich in diesen Netzwerken hervortun und eine irre Reichweite bündeln. Also es gibt eine Menge YouTuber und mittlerweile auch einzelne Protagonisten bei YouNow, die eine Reichweite bündeln, wo man früher gesagt hätte, das erreicht so ein MTV in der Durchschnittsstunde. Mhm. Und damit natürlich auch eine gewaltige Suggestivkraft. Und das kann angesprochen, diesen Begriff des Rundfunks auch als gesellschaftliche Verpflichtung zu sagen, das ist nicht nur was rein finanziell organisiert wird über Private, sondern eben auch nochmal ein Konstrukt, wo man sich auch einer gesellschaftlichen Verpflichtung unterordnet. Das läuft ja ganz anders. Also was kommt auf diese Persönlichkeiten zu? Ja? Da kommt drauf zu, dass irgendwelche Multi-Channel-Networks sagen, du bist aber ein total geiler Künstler. Ja. Da schwebt mir drin, dass du dein Ding, dein Inhalt, deine Kunst machen willst und gerne mit Geld nichts zu tun hast und vor allen Dingen auch gerne kein Geld kriegst, weil das steckt sich das Multi-Channel-Network ein. Und die erste Generation, LeFloid 301 Plus und so, die gesagt haben, also dieses Prinzip der vorindustriellen Ausbeutung soll für uns jetzt mal zu Ende sein, eben weil wir sehr erfolgreich sind und nicht verstehen, dass da nichts bei rumkommt. Das ist ein Beispiel, das Crowdfunding-Modell, siehe Crowdreporter, extrem schwierig, funktioniert nicht. Also die werden einen langen Weg gehen, um am Ende zu sagen, wir haben eine ganz geile, flammneue Idee. Könnten wir das nicht öffentlich-rechtlich organisieren? Also da stehen noch Diskussionsprozesse an, weil im Moment verdienen im Netz mit Bewegtbild, und auch das teile ich, das ist derzeit die gültige und auf absehbare Zeit die gültige Münze, mehr noch als Text, verdienen mit Bewegtbild Geld, die Leute, die es handeln, die es von A nach B reichen, die es organisieren, die es anbieten, die einen Werbebappel drauf machen und sagen, fein. Die es herstellen, nicht. Mhm. Und das System wird implodieren. Im Moment ist Bewegtbild im Internet mäzeniert von altem Fernsehen. Jetzt schauen wir noch mal auf den Rundfunkbegriff ein bisschen weiter, nämlich wir gehen mal in Richtung Radio. Das ist ja auch Rundfunk. Und haben Ralf Müller-Schmidt da von D-Radio Wissen. Wobei wir sagen müssen, dass das Radio ja mittlerweile auch komplett audiovisuell geworden ist. Visual Radio, alle möglichen Formen in den sozialen Netzwerken mit Videos vertreten. Wie sehen denn die Rundfunkinnovationen im Radio aus? Die Radio Wissen ist ja in dem Sinne gar kein richtiges Radio. Wir sind ja, seit es uns 2010 gibt, direkt digital. Also wir haben keine UKW-Frequenz. Wir sind über alle möglichen Streams, Plattformen zu erreichen. Wir sind sozusagen erstmal durch Staatsvertrag zur Innovation gezwungen. Da haben wir jetzt vor einem Jahr nochmal ernst gemacht, indem wir die Ursprungsidee, das halt sehr, ja, vielleicht etwas spröde, akademisch, wissensorientiert zu machen, nochmal gegen den Strich gebürstet haben. Wir spielen jetzt guten Alternative-Pop tagsüber. Wir haben eine junge Ansprache in der Moderation und möchten auch an die Leute ran, die natürlich bei YouTube sind, aber die dann auch irgendwie von Halls und den Bildern von irgendwelchen veganen Mittagstischen, die ja gut laufen, was die Reichweite angeht, aber auch irgendwie ihr Hirn nicht satt kriegen. Schön gesagt. Ist das dann nicht eventuell ein Modell, dass wir sagen, oder dass ihr sagt, diese Gesichter, die da draußen gut funktionieren, die momentan sich in diese Fallstricke einiger MCNs begeben müssen, die vielleicht momentan noch sehr unerfahren sind im Umgang mit Werbekunden, die noch sehr unerfahren sind im Thema Regulierung, Suggestivkraft, was da so möglicherweise rechtlich auf sie zukommt, die holen wir mal ab und packen die mal entweder in eine Produktionsgesellschaft rein oder in einen öffentlich-rechtlichen Sender oder in sowas wie ein UFA-Lab. Oder ist das ein Modell oder ist der Spagat so weit? Also wir sind alle total fasziniert von dem Erfolg, den die Leute bei YouTube haben. LeFloid ist ein cooler Typ. Auf der anderen Seite des Spektrums so Leute wie Waititi oder Unge oder so, die sind schon sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, man muss da echt einen Unterschied machen. Also Deutschlandradio ist ein Laden, der vor allem Journalismus anbietet. Ich meine, wir machen Hörspiele, wir machen auch klassische Musikproduktion, wir machen den Deutschlandfunk, den muss man keinem erklären. Das ist immer noch das bekannteste Radioprogramm in Deutschland.
Da ist Journalismus die Triebfeder, Analyse, Hintergrund. Und wir sprechen tatsächlich bei DRadio Wissen mit YouTubern, die auch zu uns kommen und sagen, wie macht ihr das? Und wir gehen auch auf die zu, weil wir die spannend finden. Aber wenn man da mal so im Zimmer zusammensitzt und wirklich offen miteinander spricht, dann merkt man auch einfach, das sind erstmal andere Sachen. Also ich meine, wir machen ein Programm, was sehr stark auch auf Verlässlichkeit, was auch auf Kompetenz, die wiederholbar sein muss, angewiesen ist. Und ich glaube auch die jüngeren Hörer, die kommen nicht zu uns, weil sie irgendwie denken, also einer von 10 Schüssen ist mal ein Treffer. Also das kann man in der Morningshow zum Beispiel so nicht machen im Radio. Ja, das funktioniert dann wieder nicht linear, vielleicht besser, wenn man mal 10 Videos raushaut oder Facebook-Posts, das haben wir auch schon so erlebt, wenn dann plötzlich so ein Ding bei uns durch die Decke geht und wir denken, hoppala, was für eine Reichweite. Aber das dann wieder zu operationalisieren und für uns also journalistisch auch da, also Stichwort Innovation, dass man das dann auch sieht und jeden Tag bekommt, das ist schwierig. Jetzt hat aber ja Journalismus auch ein paar Graustufen, also verschiedene Schattierungen. Ich beobachte zum Beispiel, dass sich der Boulevard gerade neu erfindet, also Stichwort Buzzfeed, wo dann auf einmal Listicles gemacht werden, die 15 Dinge, die du nicht gesehen haben musst. Und als dieser Mann Zwiebeln schnitt, begann er zu weinen. Was dann passierte, rührte ihn zu Tränen. Also das sind so dieser aktivierende Journalismus, sagt, das ist so, im technischen Bereich würde man sagen Linkbait, also dieses Betteln um einen Klick. Ist das eine Form, wo wir mit ein bisschen Interesse draufschauen müssen und sagen, also das ist jetzt leider nicht das Hochtrabende und so werden wir wahrscheinlich nicht den Grimme-Preis bekommen und den Pulitzer, aber es funktioniert halt dummerweise und wenn wir diese Menschen da draußen erreichen wollen, dann müssen wir vielleicht auch unsere Sprache ein bisschen verändern. Klar, aber ich meine, das hat ja nichts mit Innovation zu tun. Ich meine, das ist ja das Erste, was man sich beim Radio überlegt, wie sprechen wir die Leute an? Dann denken wir den ganzen Tag drüber nach, im Fernsehen doch auch. Also da will ich jetzt nicht so, das gibt es erst seit 2 Jahren. Und wenn so Cat-Content bei BuzzFeed gut läuft, ich meine, damit kann man ja auch spielen. Also wir spielen damit auch den ganzen Tag bei uns bei Facebook und das läuft dann manchmal auch ganz gut, manchmal nicht. Aber das ist kein Journalismus, sorry. Also das ist spannend, das ist entertaining, aber das ist vielleicht ein Aspekt, weil du sagst, klar, das ist eine große Spanne, Journalismus. Da ist dann irgendwo auch was war das eben mit dem Mann beim Zwiebelschneiden? Ist wobei dann auch irgendwie Beispiel Enthüllungsjournalismus. Beispiel weiß ich nicht, das war jetzt eher so die Huffington Post-Variante. Ja. Aber auch Focus Online-Texte zu seinen Überschriften mittlerweile. Und dann könnt ihr jetzt auch Focus Online-Journalismus abschreiben. Es ist alles möglich. Aber ich meine, wir suchen uns unsere Stimme, wir suchen uns unsere Haltung. Wir sind irgendwie auch hardcore öffentlich-rechtlich, also vom Journalismus. Ich glaube, das finden die Leute auch gut. Und wenn die bei ProSieben sind und Galileo gut finden, dann finden die auch DRadio Wissen gut. Ich meine, auch diese Zielgruppen, die sich da so scharf aufstellen und nichts voneinander wissen wollen, die gibt es ja auch nicht mehr, oder? Also das ist doch vorbei. Ich glaube, es ist auch sehr gefährlich, Politik oder Programmpolitik auszurichten an dem, was Werber vielleicht First Movers und Early Adopters nennen. Mhm. Die sind jetzt im Netz und die bestimmen im Moment auch die Debatte. Die machen übrigens auch im Fernsehen im Moment die Entwicklung so schwierig, weil die nicht mehr Fernsehen gucken. Mhm. Früher hast du ein Format in den Sender gestellt und dann zuckte diese sehr spitze Multiplikatoren- und Besserwisser-Zielgruppe und du wusstest, das Ding wird ein Hit, weil die schreiben jetzt alle in ihren Zeitungen, Feuilletons, geile Nummer, müsst ihr gucken. Die sind weg. Deswegen rudert Fernsehen im Moment sehr ratlos. Die Early Adopters und First Movers im Internet, die finden vielleicht so einen Scheiß auch geil und sind in so einem ironischen Verhältnis auch zu Journalismus. Wenn wir uns jetzt nach denen ausrichten, dann gehen wir mit denen in die Nische. Also da heißt es vielleicht auch mal stur und gefasst, ein paar Monate, ein paar Jahre auf echt beschissene Aufruf- und Klickzahlen gucken und zu wissen, die Fraktion Vernunft kommt noch. Also jetzt aufzugeben, das wäre suizidal. Das ist auch ein bisschen das, worauf Sie eben hingewiesen haben, Herr Feiler. Von heute aus betrachtet ist es natürlich toll, dass das, was früher 500.000 Euro gekostet hat, jetzt mit dem Einkaufswagen für 500 Euro beim Mediamarkt zu holen ist. Das ist tatsächlich auch ein Akt der Befreiung. Wir haben, als ich volontiert habe, Armut in Gelsenkirchen, Kameramann, Kameraassi, Tonassi, erster Lichtsetzer, zweiter Lichtsetzer, Fahrer für die ganze Bande und ich. 2-Zimmer-Wohnung, Gelsenkirchener Sozialhilfeempfänger. Wir haben den einen Tag lang die Bude verwüstet, haben also insgesamt, wenn man das mit Fahrkosten von Köln zusammenrechnet, ungefähr ausgegeben, was die in 3 Monaten an Sozialhilfe bekamen und fanden uns echt geile Reporter. Wir haben aber diese Realität, die wir abgebildet haben, komplett erfunden. Okay. Da stand ja kein Gummibaum mehr in der Bude, nachdem wir fertig waren. Und das ist jetzt tatsächlich demokratisiert. Nur,
Bis wir da wieder so weit sind, dass Kunden oder das Empfänger oder das Zuschauer, die das kotieren, also der Bauch, uns in den Vernunftkanal steuern, die steuern ja jetzt uns oder noch deutlicher als vorher, da braucht es ein bisschen Geduld. Ich komme trotzdem nochmal auf diese technischen Also da geht es nicht ohne, eigenen, ohne eigenes Lot. Du kannst nicht nur dein Lot ins Internet halten und sagen, funktioniert, mache ich. Dieser kleine Einkaufswagen bei Mediamarkt, ja, diese Kiste Technik, die wir da haben, die hat ja noch einen anderen Aspekt, nämlich dass diese anderen Broadcast-Dienste, ob sie nun YouTube heißen, YouNow, Meerkat, Periscope, von Twitter und allen möglichen, dass man sich immer dort irgendwie anmelden muss. Die kriegen wahnsinnig viele Nutzerdaten und das ist natürlich auch unheimlich interessant für den Werbemarkt, wenn es eben um diese private Organisation geht. Ist es denn ein Modell, dass man sagt, jetzt mal aus so einem Song-Contest heraus oder aus vielen anderen Formaten heraus, wir machen das mal gar nicht mehr mit dem Sender, sondern wir starten das mal als App. Man muss sich also runterladen. Man lädt sich jetzt mal so eine TV-Show runter und sagt, nur die App kann den streamen und nur wenn du dich registrierst, kannst du gucken und dann bekommen Mädchen die Werbung und Jungs die Werbung. Ja, sowas gibt es ja schon. Also das ist jetzt irgendwie nicht neu. Ich glaube, das Problem, ich glaube, das wurde jetzt auch gerade mehrmals angesprochen, ist einfach, ich meine, das war ein gutes Argument auch von Herrn Küppersbusch, weil im Grunde genommen, klar, wo ist jetzt auch die Schnittstelle? Also wo laufen jetzt quasi auch die traditionellen Sender hinter? Was laufen die jetzt her? Weil im Grunde genommen geht es ja immer noch, man sieht, also wir haben jetzt das Thema Innovation. Natürlich auch nochmal zurückzukommen, so ein Land wie Deutschland ist natürlich auch immer ein bisschen schwerfällig, weil es einfach groß ist. Also ich meine, was wir sehen bei unseren Mitgliedern, ist leider so, dass die kleineren Länder einfach schneller sind und sich mehr trauen. Also viele Innovationen insgesamt im Formatbereich kommen zum Beispiel aus Skandinavien, wo die Länder kleiner sind, wo man einfach mal ein Format in Norwegen ausprobiert und dann kann es nach Schweden gehen und dann geht es weiter nach Finnland und irgendwann geht es halt vielleicht nach ganz Europa. Das haben wir halt nicht. Aber ich glaube, das Problem oder das, was wirklich wichtig ist, wenn wir gerade um journalistische Formate uns unterhalten, dass man wirklich, das geht auch um Recherche, es geht einfach darum, auch sein Handwerk zu können. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz gefährlich, wenn da Public Service einfach sagen, okay, lass uns einfach diesem Trend hinterherlaufen und gucken, wie wir die abholen. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Also was wir halt oft besprechen, ist auch das Thema, halt wirklich auch junge Leute einfach an die Hand nehmen oder zumindest denen offerieren, irgendwie die zu trainieren, halt einfach auch journalistische Angebote zu machen, zu sagen, okay, wir bieten Akademien an, Schulen, wo ihr wirklich lernt, wie man halt gut recherchiert, wo ihr auch lernt, wie ihr halt auch gut ein Programm zusammenbaut, vielleicht natürlich mit weniger, also mit neuen Technologien, natürlich weniger Kosten, aber wo es wirklich darum geht, auch wirklich gut zu wissen, okay, das ist gut recherchiert, wir wissen, das ist halt wirklich mit gutem Handwerk gemacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn das nicht mehr passiert, ich glaube, dann haben die Public Server wirklich ein richtiges großes Problem. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Schnittstelle. Also ich glaube, da muss man einfach so einen Konsens finden. Was wir halt auch oft, was bei uns halt auch immer wieder besprochen wird, ist dieses Curating, das natürlich auch Public Service oder überhaupt Broadcaster auch wirklich ein Programm zusammen curaten, zu sagen, okay, wir bieten auch, also wir trauen uns immer noch zu, auch wenn wir natürlich immer wieder uns vorgeworfen wird, dass wir halt vielleicht weniger innovativ sind, als wir sollten, dass wir uns trotzdem zutrauen, halt dem Zuschauer ein Format oder ein Programm zu bieten, wo wir sagen, okay, das ist wirklich gutes Fernsehen. Das kann man natürlich jetzt in Frage stellen, ist es das oder ist es nicht? Aber ich glaube, das ist auch eine Rolle, die man nicht unterschätzen darf. Jetzt dauern ja auch so Innovationsprozesse ein bisschen. Ihr habt ja alle vier etwas gemeinsam. Ihr seid nämlich die Jury im Formatfestival des MEZ, wo man sich noch bis zum 28. Juni bewerben kann für crossmediale journalistische Projekte, die einen Rundfunkbezug haben. Und das ist ein viermonatiger Entwicklungsprozess für diese Formate, dann, den ihr dann als Jury begleitet, beziehungsweise gibt es Mentoren, die in einer regelmäßigen Sprechstunde mit den Projekten dann auch telefonieren. Es gibt dann nochmal einen zweitägigen Hackathon oder Prototon, wo man dann an diesen Projekten nochmal feilen kann. Und gerade, ich glaube, dieser lange Entwicklungsprozess ist ein entscheidender Punkt. Letztes Jahr hat ein Projekt, Follow the Money, hat zwei Journalistenpreise gewonnen, einmal den Online-Medienpreis, einmal den CNN-Journalistenpreis, das auch in diesem Format Festival entwickelt wurde. Und ich glaube, diese vier bis sechs Monate, die so Entwicklungszeit sind, sind ganz wichtig für so einen Reifungsprozess. Was passiert in dieser Zeit? Also wenn ich anfange, also das ist ja das, was ich gerade auch gesagt habe. Ich glaube, das ist einfach was ganz wichtig, wo wirklich eine ganz große Aufgabe ist, bei Sendern auch oder bei, sagen wir mal, traditionellen
Filmemachern oder auch Fernsehmachern, Radiomachern ist, dass man natürlich ein Handwerk gelernt hat und das natürlich, finde ich, wahnsinnig gut und wichtig, das irgendwie auch weiterzugeben, also so wie auch immer möglich. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, so eine Akademie ist gut. Das ist zum Beispiel auch toll, 4 Monate, kann man sagen, reicht das? Ich glaube schon, kommt drauf dran, wie man halt auch die neuen und die jungen Macher begleitet. Aber es ist auf alle Fälle gut, so viel wie möglich auch an Informationen und an Erfahrung quasi weiterzugeben. Also ich bin neugierig drauf, ich finde das toll. Ja. Ich finde das eine super Initiative. Ihr habt ja auch nochmal eine zusätzliche Version geschaffen. Ihr habt nochmal im September auch einen zusätzlichen Pitch geschaffen, oder? Ja, also wir haben einen, das machen wir jetzt, das ist das 10. Jahr, es ist halt auch immer in Berlin im September, das ist unser quasi interner Format-Pitch. Da laden wir halt immer Public Service, also unsere Mitglieder ein, halt ihre neuen Formate zu zeigen. Und das Gute und das Interessante ist, es sind halt Sachen, die man nicht so normalerweise auf dem Markt sehen würde. Die kommen halt nicht zum MIP. Das sind Sachen, die wirklich klein sind, die teilweise unfassbar innovativ sind. Wie gesagt, nochmal, also viele Sachen, die aus ganz, ganz kleinen Ländern kommen. Und da werden wir auch den jungen Filme machen oder Projekt machen, Formatentwicklern jetzt eine kleine Plattform geben, dass sie halt es ist so eine Audience von halt, ich denke mal, wie viel haben wir immer, 60 Sendern, die da zusammenkommen, ihre Sachen zu pitchen. Also ich glaube, das ist eine super Chance, auch eben um so ein Feedback zu bekommen, zu gucken, wie sind wir da auf dem richtigen Track. Also ich glaube, ich bin neugierig, ich hoffe, das wird gut funktionieren. Ja, toll. Also gerade nochmal mit den kleinen Projekten dann nochmal dabei zu sein, wenn die Großen alle schon was gezeigt haben und dann natürlich auch der Erfolg, wenn dann solche Formate später auch im Fernsehen laufen, im letzten Jahr, wo dann Produktionen von Arte ausgestrahlt werden. Wie bewertet man so einen journalistischen Innovationsprozess? Journalismus ist ja oftmals, auf der einen Seite haben wir diesen Datenjournalismus, der eine hohe Halbwertszeit hat, auf der anderen Seite haben wir sehr viele Sachen, die sehr aktuell sein müssen. Das Thema Mobile spielt eine große Rolle mittlerweile. Wo kommt es bei euch beiden, oder wenn ich mal bei Ralf anfange, was ist dir wichtig, wenn du journalistischen Innovationsprozess beurteilen müsstest als Jurymitglied? Ja, ganz oldschool, die Idee. Die Idee? Ja, also weil, ich meine, man kann das alles unglaublich differenzieren in technische Aspekte, auch in Handwerk, welche Art von Handwerk, aber ich bin immer für eine gute Idee. Und das Zweite ist bei uns, dass es authentisch sein muss. Also es muss was sein, was sich wirklich, was glaubhaft ist. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für überhaupt Erreichen von Leuten, die sich überhaupt noch an eine Marke, an eine Programmmarke binden wollen, ist Vertrauen. Ja? Also man muss einfach das Gefühl haben, wie zum Beispiel bei diesen Jungs da von Follow the Money, mit denen wir auch bei unser Berliner Programm hier Deutschlandradio Kultur zusammen mit der Süddeutschen jetzt eine Kooperation machen, wo die einem gestohlenen Bild auf der Spur sind mit den Techniken, die sie damals entwickelt haben. Aber im Kern ist doch die Idee. Also nur weil jemand einen GPS-Sender hinten an einen Keilrahmen klebt, das willst du nicht wissen. Also es geht dann um Diebstahl, es ist eine aufregende Geschichte. Das geht in der Zeitung, das geht im Radio, das geht bestimmt auch im Fernsehen oder im Video. Jetzt sind wir immer so, wenn wir über Fernsehen reden, dann haben wir immer so diesen großen Schirm im Kopf. Und ich stelle fest, dass mittlerweile, wir haben jetzt im Jahr 2015, haben wir mehr Smartphones als Fernseher und Computer zusammen. Und wir haben eine Generation von Internetnutzern. Erstmal gibt es in Deutschland mehr über 50-jährige Internetnutzer als unter 25-jährige, was an unserer Demografie liegt. Und die kommen jetzt alle auf die Smartphones. Sind da nicht völlig neue Erzählweisen gefragt, wenn wir nicht mehr für den großen Schirm, sondern jetzt für den kleinen Hoch... Also ab wann sehe ich Fernsehen, ab wann ist Tagesschau im Hochkantformat? Ist es nicht eher die Horrorfrage für Sie? Also, ich weiß es nicht, vielleicht sind Sie keine Horrorfrage. Dann mache ich sie. Nee, schon weil 10 Jahre News, alt, wir sind Frage. Mit News halt immer da, dass du, wenn es heiß und fettig ist, sagen kannst, sieht scheiße aus, aber es ist echt wichtig. Also bis hin zu 9/11, da konnte die Touristenkamera gar nicht verwackelt genug sein. Als dass man nicht sagte, ich muss das jetzt sehen. Ja. So, dann müssen wir vielen formalen Ansprüchen, den sich zum Beispiel ein auch Fiction-Produzent oder High-End-Produzent aussetzen muss. Und der, da, also da hätte ich jetzt als reiner Fiction-Produzent mehr Angst vor. Deswegen frage ich Sie. Nö. Also mein Sohn guckt regelmäßig auf seinem iPhone ganze Serienstaffeln. Und also, sie weinen. Nein. Weißt du, was das Licht gekostet hat, Junge? Im Gegenteil. Apple hat 5K-Displays, da sieht man mehr als auf dem 500-Euro LG-Fernseher. Das Gegenteil ist der Fall. Also diese mobilen Endgeräte, die sind der Markt, in den wir hineinwachsen. Und die stellen qualitativ die höchsten Anforderungen. Also die Frage habe ich vor 8 Jahren schon mit Nokia-Handys versucht zu beantworten. Da mussten wir noch einen To-Do-Katalog nicht so schnell schwenken etc. aufstellen, um es auszuprobieren. Heute ist das Gegenteil der Fall. Also ein vernünftiges Display, ein iPad, ist hochauflösender, schon 2K und 4K als jeder Fernseher.
Fernseher, der im Wohnzimmer hängt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Qualität wird getrieben. Und das ist nicht nur ein technischer Vorgang, das ist auch ein inhaltlicher Vorgang. Weil wer will schon etwa eine schlechte Geschichte qualitativ hochwertig sehen? Niemand. Also wenn ich qualitativ hochwertig eine Verpackung habe, dann brauche ich auch einen entsprechenden Inhalt, weil sonst ist es nicht authentisch und es wird nicht geguckt. Punkt. Aber das heißt, das ist im Gegenteil. Es treibt die Qualität. Diese Technologie treibt Qualität inhaltlich und von der Organisationsform. Was machen wir jetzt, wenn auf einmal so ein Video, also ich bin jetzt bei Facebook in diesem Newsfeed und scroll runter und dann startet das ohne Ton. Früher hat man eine schöne Anmoderation gemacht, die können wir jetzt knicken, jetzt müssen wir ein Schild hochhalten, auf dem irgendwie Text läuft und die ersten 15 Sekunden müssen ohne Ton starten, weil sonst hat es der Nutzer nicht gesehen und müssen ein starkes Bild haben. Bei YouTube irgendwie 80% der Videos erreichen ihre Nutzer nur über die Suche. Das ist wieder komplett anders. Da muss ich auf einmal Video-SEO machen. Also wie kommen wir das? Was mache ich jetzt für welchen Fall? Ich muss ja eigentlich. Dann haben wir Instagram, 15-sekündige Instagram-Videos. Die drehen wir jetzt quadratisch. Da kann ich mir jetzt ein schwarzes Gaffertape an die Kamera kleben, dass ich nicht den Bildausschnitt auf der falschen Seite habe. Also was machen wir jetzt mit den Journalisten, die draußen mit den Kameras rumrennen? Für welches Format produzieren die jetzt? Ich habe da eine hochkomplizierte und soziologische Antwort. Okay. Warten. Auf was? Auf Godot? Treiben. Okay. Also gut, die hochphysikalische, dafür muss man Jahre angewandte Sternenastronomie studieren, um zu der Erkenntnis zu kommen, wenn man am Gras zieht, wächst es nicht, man reißt es aus. Also da gehört ein bisschen Geduld dazu zu sagen, weil wenn wir jetzt die Produktionsmittel in den Händen derer, die bisher eher passiv oder zur Passivität verurteilt waren, haben, und die können von hier bis Pinneberg alles ausprobieren. Das meiste, ich weise nochmal der Fairness halber darauf hin, im Zuge der Selbstausbeutung, im Gegensatz zu uns kriegen die das nicht bezahlt. Dann können wir in Ruhe schauen, wird es was? Haben wir uns geirrt? Hätten wir das nie erwartet? Es wird was? Lass uns das auch lernen. Also wir sind sehr gefordert zu lernen. Mhm. Und wir sind nicht gefordert zu sagen, wir haben bestimmte Standardformate, das geht seit 50 Jahren so, das müsst ihr lernen. Da wird der Konsument uns aber den einen oder anderen Finger zeigen. Ich tippe auf den mittleren. Das heißt, wir schauen den anderen beim Stolpern zu und lernen davon, oder wie? Naja, also ich hätte auch... ein großes deutsches Verlagshaus hat für 83 Millionen Euro das Internetportal StudiVZ gekauft. Und vor ein paar Jahren für einen nicht genannten Betrag von ca. 0 Euro wieder verkauft. Also dieses, ich will immer der Erste dabei sein, das ist komplett technologiegetrieben. Ich glaube, dass diese Technologie vielleicht dolle Sache. Und ich bin ein kleiner Mittelständler, ich sage immer, nee, ich warte mal ab, was funktioniert. Da entgehen mir eine Menge Chancen, sehe ich ein und ich sehe ziemlich bärtig aus, ziemlich alt aus. Aber wenn es denn so ist, dass das auch eine Demokratisierung ist, dann können wir jetzt fair und demütig schauen, was entwickelt ihr, was macht, mögt ihr, was funktioniert wirklich, und darauf steigen wir ein und da müssen wir dann schnell sein. Wir machen nicht mehr die Vorschriften, das ist vorbei. Wir hatten das Geld auf unserer Seite, weil Bewegtbildproduktion Schweinegeld gekostet hat. Das hat uns in die Lage versetzt, private Sender wie auch öffentlich-rechtliche sozusagen die Vorschriften zu machen. Das ist vorbei. Aber ich habe noch einen Finger Vorschlag. Jetzt, oder? Da juckt doch der Finger jetzt, oder? Ja, total, weil... wir tun so, als ob das die erste Medienrevolution ist und wir alles neu erfinden. Das ist sie mitnichten. Wir haben vor exakt 60 Jahren die erste, oder 70 fast mittlerweile, die erste Bewegtbildrevolution gesehen, und das war die Erfindung des Fernsehens. Und die Prozesse, die damals stattfanden, wenn man das heute noch mal so ein bisschen rekapituliert, was waren die ersten Fernsehformate? Unsorgtheater, abgefilmtes Theater. Also man hat das, was man kannte, genommen und hat drei Kameras hingestellt und hat gedacht, das ist Fernsehen. Was ist daraus geworden? Der TV-Film. Völlig anders. Das heißt, man hat den Entwicklungsprozess inhaltlicher, formatgestalterischer Natur, der hat sich entwickelt über 10, 20 Jahre, bis das Fernsehen dann eine eigene Sprache gefunden hat. Und die Antworten, dass der große Kinofilm auf dieser kleinen Mattscheibe in der Qualität damals einfach nicht funktioniert, musste man reagieren. Also die ganzen Formate, die das Fernsehen heute ausmachen, sind entstanden aus einer Kinokultur, aus einer Mischung zwischen neuen Möglichkeiten und technischen Einschränkungen. Und genau das haben wir exakt wieder. Wir haben neue technologische Möglichkeiten, wir haben bestehendes Handwerk, bestehende Formate, und die adaptieren sich in diese Technologie hinein. Und mein Dozent hat mal einmal gesagt, Talent ist was Schönes, aber das ist nur unbewusst Regeln zu befolgen. Und das heißt, die gibt es, sie sind da, und mein letzter Spruch, den mal jemand gesagt hat, wir gehören ja am Ende zu Bertelsmann und haben 25.000 YouTuber unter Vertrag, und da hat mir einer gesagt, weißt du Ernst, YouTuber sind Leute, die ins Fernsehen wollen.
Und das ist die Wahrheit, weil sie sich an diesen Formaten orientieren, weil sie auch die Reichweite und diese Plattform am Ende haben wollen. Sie werden da nicht mehr ganz hinmigrieren, sie werden etwas Eigenes gestalten und darauf freue ich mich. Und das ist ein Prozess, den sollte man positiv begleiten und die Chancen nutzen. Und auch die Verantwortung der Öffentlich-Rechtlichen in dem Kontext ist ja enorm. Bei einer Zuschauerdurchschnittsalter von 62 frage ich mich da, wo die Demokratiebildung eigentlich noch geblieben ist, die wir so dringend eigentlich brauchen, gerade in der jungen Generation. Und das ist eine unheimliche Chance, gerade für öffentlich-rechtliche Konsortien, dort ihrer Verantwortung wieder gerecht zu werden. Und ich freue mich drauf. Jetzt haben wir aber das Problem Zeit. Ich bin sehr froh, dass Sie die Olympiade 36 unterschlagen haben, weil das einerseits, also die erste Fernsehübertragung in Deutschland war eine, man kann es ja leider nicht journalistische nennen, aber sie war sogar eventgetriggert von diesem Ereignis und Fiction kam danach. Nur um das zu unterstreichen, was Sie in Ihrer Frage eben gelegt haben, ich bin sehr wohl der Meinung, dass sowas wie ein Multi-Channel-Network ohne Manipulation, ohne Rip-Off, ohne Betrug eine genuine Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist. Also Sie haben das eben so ein bisschen abgewertet. Es ist fürs Deutschland-Radio zu groß und Sie machen Radio. Aber ich glaube, dass es schon mehr geben wird, als dass wir sind in den Sendern und machen Journalismus und lernen neue Distributionswege. Nein, wir sind auch ein fairer Partner für Leute, die sagen, Verträge, die mich am ehesten erinnern an die Bodenreform in der DDR 1953, was den Buyout von Urheberrechten angeht, die müsst ihr nicht unterschreiben, wenn ihr publizieren wollt. Ob sie dann alle zum Fernsehen wollen, im Moment ist es noch so, dass der YouTuber genau wie eine Band, die vom Independent-Label zum Major geht, wird er schrecklich abgestraft, wenn er von YouTube ins Fernsehen geht. Ah, du prostituierst dich also auch bei den großen Geldsäcken. Das warten wir mal noch ab und ich wünsche mir auch, es gibt die Gegenbewegung auch, dass alle Fernseher unbedingt nach YouTube wollen. Also die treffen sich unterwegs auf der Kreuzung, da seid ihr auch unterwegs. So, also das würde ich mal noch abwarten und wünsche mir auch von vielen YouTube oder Leute, die bei MyVideo oder wo auch immer Bewegtbild publizieren, mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass wir ein Problem mit der Zeit haben. Entschuldigung. Weil wir haben, nein, nicht mit der Zeit jetzt hier in der Sendung, sondern ich glaube mit der Zeit, mit der Entwicklung. Wir haben ungefähr 38 Jahre gebraucht, bis das Medium Fernsehen 50 Millionen Zuschauer hatte. Das erreicht Angry Birds Space mittlerweile in 3 Tagen. Also die Vernetzungsdichte ist so schnell geworden, dass sich Dinge verbreiten, dass wir nicht mehr diese Innovationszeiträume abwarten können. Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob wir sagen, wir lassen uns mal 20 Jahre Zeit und entwickeln mal ein europäisches TV-Format weiter. Oder ob wir sagen, um Gottes Willen, jetzt hat der eine Anbieter den anderen rausgeschmissen und YouTube ist jetzt mittlerweile alt, weil Facebook zieht nach. Technologiegetrieben, also ich glaube schon, dass in dieser also die Frage an Sie beide, diese Technik, noch mal darauf hinzugehen, bei Facebook startet mittlerweile alles linear. Das startet sofort, wenn ich es runterscrolle. Bei YouTube muss ich on demand erstmal auf den Play-Button drücken. Das ist erstmal eine wahnsinnig triviale Geschichte, hat aber einen irren Impact auf das Zuschauerverhalten, weil das eine, absolut, das berieselt mich, wenn ich durchzappe, ähnlich wie Fernsehen, das muss beim Zappen funktionieren. Das sind diese Showstopper, da muss ich über einen Protagonisten drüber stolpern, während beim anderen muss ich nach irgendetwas gesucht haben, damit ich es mir anschaue, oder muss bereits Fan einer Person oder eines Protagonisten sein. Wie passen wir die Formate darauf an, wenn es um Journalismus gehen soll? Also die Fixierung auf Innovation finde ich nicht wahnsinnig innovativ. Also ich glaube, das ist erstmal so eine gemeine Geschichte. Also wir merken, ich kann wirklich da nur für mich sprechen oder für unser Programm, für die Radio Wissen. Wir merken, dass zum Beispiel in iTunes, was ja irgendwie auch mal vor ein paar Jahren besonders innovativ war, einer unserer, wenn man so will, traditionellsten Inhalte, nämlich eine einstündige Vorlesung, die wir Hörsaal nennen, also auch Sternenkunde und Biologie und allem, was irgendwie schwierig und kompliziert ist. Das ist unser bester Podcast mit Abstand, weil, und das ist dann wieder Stichwort Innovation, weil wir gemerkt haben, naja, im linearen Programm, schwierig. Also wer setzt sich wirklich da, stellt das Nudelwasser beiseite und hört eine Stunde Astronomie. Aber wenn ich mir das runterladen kann und vor allem, wenn ich das in einem Design habe, wenn ich das in einer glaubwürdigen, auch in einer Sorgfalt im Netz präsentiere, die einfach gut gemacht ist, ja, wo ich schon mal die Schwelle dadurch niedriger mache, dass ich sofort kapiere, was ist das. Das war auch nicht immer selbstverständlich im Radio, dass wir eine vernünftige Überschrift haben. Ist jetzt eine kleine Geschichte, aber das haben wir auch gelernt. Also ich bin da sehr bei Friedrich Küppersbusch da schon relativ relaxed, nicht irgendwie verschlafen, aber zunächst mal die Situation jedenfalls, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, zu sagen, okay, wir stehen nicht unter diesem Renditedruck, wir sind auch nicht ein technologiegetriebenes Unternehmen, was sich da immer Herausforderungen stellen muss, die global durch ganz andere Märkte definiert werden. Also da schon auch mal zu gucken, wo ist eigentlich unsere publizistische Stärke und wie kriegen wir die gut rüber. Dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Wenn uns das flöten geht, ja, dann ist auch die Technik nicht mehr wichtig.
Ist es dann interessant, sich solche Formatentwicklungen oder Innovationsprozesse auch mal, zum Beispiel jetzt in einer Art wie dieses Formatfestival, sich anzusehen, dass man die so, die hat man so ein bisschen extern, da darf man stolpern, da kann man so ein bisschen rumprobieren, da ist man auch nicht jetzt sofort finanzgetrieben und kann aber diese Projekte dann zurück zu sich in den Sender oder in andere Einrichtungen holen. Ist das der Weg, was man generell dann versucht? Ja, ich glaube, da haben beide Seiten was davon. Also ich habe das letztes Jahr als eine ganz, ganz spannende Geschichte erlebt, wo ich Sachen, die, da war ja nun gar nicht Radio zum großen Teil das Thema, aber wo ich wirklich gedacht habe, wow, also sowas hättest du auch gerne. Also das ist, sowas möchte ich auch gerne haben. Ich bewundere die Leute, wenn die eben in dieser Verschränkung, was heute eigentlich alle mitbringen, technologisches, journalistisches, unterhaltendes einfach mixen. Und da kommen zum Teil super Sachen bei raus. Das ist für uns gut und ich hoffe, dass die da mitmachen, auch was von uns bekommen, dass wir denen einfach auch mal irgendwann die Tableaus der Wirklichkeit servieren und sagen, so Leute, wenn ihr damit aber irgendwie Format, heißt ja nicht nur einmal so eine Rakete in den Himmel schießen, sondern das heißt ja zum Teil wöchentlich, immer wieder Standards, Qualität, ja, Verlässlichkeit, ist auch nicht so jedermanns Sache. Also ich würde gerne einmal eine Position aufgreifen, die ich als eine der Hauptaufgaben in diesem ganzen Prozess jetzt betrachte. Zwischen Inhalt und Technologie besteht immer so eine Art Hassliebe, weil das sind so zwei Kulturen. Mhm. Also wir glauben, wir sprechen Deutsch, tun wir dann in der Regel, aber wir verstehen einander nicht, weil Sie sprechen Ihre Inhaltssprache und ich spreche meine Technologie Chinesisch. So, und das ist die Realität in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber auch in vielen anderen Institutionen. Und genau das ist das Problem. Solange man anfängt, in diese beiden Kategorien zu denken, und Sie argumentieren die ganze Zeit so, hat man eigentlich schon das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Weil die Realität ist eigentlich die, dass genau diese Kulturbrücke zwischen diesen Welten, am Ende haben wir ja drei, wir haben die finanzielle juristische, wir haben die inhaltliche und wir haben die technologische. Das ist das Bermuda-Dreieck, wo viele gute Ideen verschwinden. Und dieses Bermuda-Dreieck, das zu bespielen, Dolmetscher zu finden, die zwischen diesen Kulturen, und das ist ja noch schlimmer als Chinesen und Suaheli und Englisch, im Alltag, der mir auch täglich begegnet, von Content-Leuten, Technologie, weg da! Ja, also das ist ein elementarer Fehler, weil am Ende des Tages, wer sind denn die großen Meinungsmacher und Medienmacher? Es sind Technologiefirmen. Bertelsmann hat 2000 geglaubt, mit Content den Markt zu machen. Gemacht hat ihn Apple mit iTunes, eine Technologieplattform. Walt Disney sagt, wir sind gar kein Inhalteproduzent mehr, wir sind ein Technologieunternehmen. Ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist, weil ich auf der Technologieseite stehe, aber Inhalt eigentlich studiert habe und mich dann in diese Dolmetscherrolle begeben habe. Das ist der Anfang, da müssen wir anfangen. Jeder Inhalt lebt von der Technologie und die Technologie treibt neue Inhalte. Und nur wenn man sich dem gewahr ist, bewusst ist, diese Sprache versteht, die Hintergründe versteht, die Möglichkeiten versteht, dann kann ich auch eine Idee neu präsentieren mit diesen neuen Möglichkeiten und erreiche auch das Publikum, was hinter dieser Technologie steht, die das beim Mediamarkt kauft. Also das ist die Hauptaufgabe im öffentlich-rechtlichen und auch Privatfunk, genau zwischen Inhalt, Technologie und am Ende den Juristen mit den Lizenzen dort zu vermitteln und gegenseitig sich in Augenhöhe zu begegnen und die Aufgabe gemeinsam anzugehen und nicht in seinem Elfenbeinturm, der jetzt 50 Jahre gereicht hat, weil Technologie hat sich eh nicht weiterentwickelt. Da war eine Kamera, da waren die zu warmen Scheinwerfer und jetzt soll funktionieren. Und die einzige Technikaufregung, die es dann gab, ist, wenn es mal nicht funktioniert hat. Das war's. Also da müssen wir einen deutlichen Schritt weiter. Und dann haben wir auch alle Möglichkeiten, gerade in einem öffentlich-rechtlich starken System wie Deutschland, dort auch weltweit für aufsehende Formate zu sorgen, die mit neuen Inhalten in einer neuen Verabredung zwischen diesen Lizenzgebern der Technologie und dem Inhalt auch Innovation hervorbringen. Bettina wippt schon und sagt schon, hier, da muss ich jetzt einhalten. Ja, ja, ganz kurz nur zwei Kommentare. Also einer ist, stimmt, aber ich glaube, das ist ein Generationenproblem. Also was ich sehe, ist halt wirklich, deswegen ist es ja so toll, diese ganzen Formatinnovationen eben auch sowas zu machen, eben wie das Formatfestival. Junge Leute, das ist meine Erfahrung, haben das viel weniger. Also die haben diese Sprache, verstehen die viel mehr. Also für ist es wirklich kein Kisuaheli und kein Chinesisch mehr.
die wissen das, weil die eben ganz anders groß geworden sind. Also da ist dieses Bridgen von Technologie und von Content viel, viel einfacher. Also die haben das ist für die quasi, das ist ein fließender Übergang, das ist das eine. Und das Zweite ist, ich widerspreche total, also ich finde eben auch, es kommt immer auf die Idee an. Und ich meine, man kann natürlich einen Sender nicht mit Apple vergleichen. Und natürlich, das war auch nochmal ein Kommentar, wir reden hier natürlich auch eben von Public Service Broadcastern. Da zu sagen, wir sollten uns irgendwie vergleichen mit irgendeinem Multikonzern. Da muss ich einhaken, Bettina. Wieso können wir einen Sender nicht mit Apple vergleichen, wenn ein Unternehmen wie Amazon eine Zeitung kauft? Nein, ich einfach vom Ansatz her. Ich glaube, wenn man anfängt als Sender zu sagen, lass uns mehr vergleichen mit einem Technologieprovider als ein Content-House, ich glaube, dann ist es ein Problem. Aber du machst den gleichen Fehler, du trennst das. Das ist nicht zu trennen. Das eine und das andere befruchtet sich gegenseitig und am Ende, Apple ist die reichste Firma der Welt. Die können mit diesem Geld Sender kaufen und machen, was sie wollen. Weil am Ende geht es, eigentlich ist die Staffel Lizenzen, Rechte, Geld, Technologie, Inhalt. Also wenn man es jetzt mal die letzten 10, 20 Jahre betrachtet. Und ich sage nicht gegen, sondern miteinander. Man muss diese neue Realität anerkennen, weil natürlich ist das Authentische, der Inhalt, das Elementare. Das brauchen wir doch gar nicht zu diskutieren. Das ist doch selbstverständlich. Nur fürs Protokoll. Am Anfang hast du gesagt, das ist eine große Demokratisierung. Ja. Jetzt sagst du, Apple ist die reichste Firma der Welt, die können mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Ja. Wie kriegst du das denn jetzt? Das ist in eine Stunde. Ich versuche mal kurz eine Brücke zwischen euch reinzuschlagen. Ich glaube, ich habe eine Antwort. Ja, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dann erst eine Antwort. Vor circa 8 Wochen gab es einen Spiegel-Leitartikel über genau diese Fraktion, die dort im Silicon Valley mit einer Art Mischung zwischen Urkapitalismus und Hippietum versucht, die Menschheit zu retten. Und wenn man diesen Artikel gelesen hat und das dazugehörige Buch, dann ist das eigentlich genau die Antwort. Also es gibt aus dem angelsächsischen Raum genau dieses Gutmenschtum, das sich auch anmaßt, zu wissen, was ein guter Inhalt, was ein schlechter Inhalt ist, was die richtige Moral, was die richtige Haltung auf diesem Globus ist und was nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem alle Macht der Super 8. Jeder kann das tun mit diesem Apple-Gerät, was er will, inhaltlich. Das ist genau dieser Prozess, wo wir eine Antwort auf diese Dominanz über dem Atlantik finden müssen. Und deswegen zähle ich ja auch, und das ist auch ein Grund, warum ich hier sitze, so auf diese, sage ich mal, urdeutschen Stärken und diese Langsamkeit, weil wir können von den anderen lernen. Man sieht immer 5 Jahre die Welle über den Atlantik kommen. Wir sehen, was es woanders anrichtet. Wir können darauf reagieren. Wir sind nicht unvorbereitet und wir sind der zweite oder drittgrößte Medienmarkt auf diesem Globus. Deswegen haben wir eine unglaubliche Macht. Google hat mal gesagt, schaffst es in Deutschland, schaffst es überall. Wir sind wirklich auch dank unserer Gesetze eine richtige Hürde. Wir sind ein Meilenstein geworden, der wirklich prägt. Und das ist eine Verantwortung, die sollten wir aktiv angehen. Ich will mal kurz auf diesen Zuschauer eingehen, von dem ihr vorhin gesprochen habt. Es gibt ein Format, das sie lange produziert haben, Maischberger auf NTV. Das ist ein Talk-Format und Talk funktioniert im Fernsehen sehr, sehr schön, weil man kann immer im selben Setup mit den 3 selben Kameras unheimlich tolle Inhalte produzieren. Man braucht eine Personality, in dem Fall war es Frau Maischberger. Und ansonsten ist das eigentlich immer derselbe Prozess und man definiert die Qualität über die Gäste und die Themen. Also ähnlich wie jetzt hier gerade. Talk im Netz funktioniert nicht, wenn er aufgezeichnet ist, habe ich ein bisschen analysiert, was schade ist für diese Talkrunde, wenn man sich nachher anschauen kann. Man muss erstmal die Zuschauer dorthin treiben, weil sie suchen nicht und eigentlich braucht so ein Gespräch wie hier auch ein paar Minuten, bis es sich entwickeln kann, wo ich bei YouTube schon 10-mal ausgestiegen bin, bevor es überhaupt knackig wird und wir zum Streiten kommen. So, also das ist so ein bisschen das Talk-Thema. Beim Fernsehen funktioniert das ganz gut, weil ich kann jederzeit einschalten und jederzeit ausschalten und meistens ist Talk dort positioniert, wo der Zuschauer entweder jetzt ins Bett geht oder gerade nach Hause kommt. Jetzt haben wir dieses Wissen über, wenn wir Sender sind, aus irgendwelchen Quoten. Aber bei YouTube kriegt das jeder YouTuber mit, indem er einfach in seine Einschaltquote schaut, die ihm von Google einfach geliefert wird, wo er sieht, aha, 42-jährige Frauen schauen lieber Katzenvideos als mein Video. Und wir haben eine Demokratisierung, nämlich dass diese Quoten auf einmal wahnsinnig öffentlich sind. Gleichzeitig natürlich auch diese großen Konzerne eine Plattform stellen, der sie natürlich auch definieren können, welche Inhalte im Algorithmus besser positioniert werden und welche Inhalte im Algorithmus schlechter positioniert werden. Stichwort Let's Play-Videos, 15-Jährige filmen sich beim PlayStation-Spielen, haben eine irre Verweildauer, eine irre Interaktion, dementsprechend priorisiert YouTube solche Formate. Wie gehen wir damit um? Wir wissen doch als Sender und als Produktionsfirma relativ wenig über unsere Zuschauer, außer wir haben einen TED, wo man kurz mal aus ein paar Ländern jemanden hochwählen kann. Was machen wir denn mit den Zuschauerdaten? Die kriegen wir dann am nächsten Morgen, oder wie? Na, erstmal müssen wir uns diese Illusion abschminken, dass
dieses Doppelmonopol YouTube-Google eine besonders christliche Angelegenheit sei. Wir kennen die Algorithmen nicht. Wir wissen nicht, warum da was geklickt wird und wann nicht und welche Verbindung letztlich zu Nutz und Fromm dann von mir aus des zweitgrößten oder zweitreichsten Unternehmens der Welt dahinter sind, die dann letztlich auch sich in Klickzahlen niederschlagen. Du sagst, wieso funktioniert das eine, das andere nicht? Maischberger, es gab vorher und sogar noch eine Zeit lang überlappend von 1963 bis 2003 zur Person mit Günter Gauss. Und tatsächlich brauchte es das Internet, damit wieder, es war übrigens eine der Geburtszellen von Mediakraft, Multichannel Network, waren One-on-Ones von Christoph Krachten. Richtig. Also ein Format, das das Fernsehen sich nicht mehr getraut hat, obwohl zwei Hits sind genannt, Gauss, Maischberger. Und dann brauchte es das Internet, weil ich habe dann auch nach Maischberger gesagt, das war doch sehr geil, Sandra möchte jetzt eine andere Karriere machen, aber wir glauben an das Format. Und das kriegte überall ehrenvolle Bestattungen in allen Schubladen aller Sender, wo ich es vorgestellt habe. Und dann haben es Leute bei YouTube gemacht. Also das sehe ich dann in dem Teil eher positiv. Aber im Moment, dafür sind wir alle ein bisschen zu klein, um zu sagen, YouTube, du kannst uns mal. Aber YouTube demonstriert jeden Tag, auch in dieser unheiligen Verbindung im Doppelmonopol mit Google, das ist der Schrei nach, bitte konkurriert uns doch endlich. Und wer tritt an? Facebook, also die neuen Multichannel-Networks wollen gar nicht mehr auf YouTube. Das ist old-fashioned, das ist schon Schnee von gestern. Du hast es ja selbst gesagt. Also es geht nicht mehr darum, was zu suchen, wie in einem normalen Fernsehprogramm. Entscheide ich mich für 1 oder für 21, sondern die Fläche ist mein Smartphone. Da passen 5 News drauf und wenn ein Bewegtbild dabei ist, läuft es von alleine los. Also so wie man früher versucht hat, unter die ersten 9 Programme zu kommen, weil das die sind, die 80% geklickt werden, versucht man jetzt auf diese erste Seite zu kommen, eine von diesen 5 News zu sein. Und das ist der Job und das ist auch der nächste Battle. Und da müssen wir einfach mitbatteln. Wir müssen einfach so gut und so relevant sein bei dieser Informationsfülle, dass wir dort auch stattfinden, weil je mehr Informationen es gibt, umso mehr Menschen brauchen wir, die das für uns hinterfragen, aufarbeiten und auch in Relation zu anderen Dingen stellen. Und dieses Bedürfnis wächst jeden Tag, je mehr Möglichkeiten ich habe. Also der nächste Kampf ist der Kampf bei Facebook in die Top 5. Was machen wir jetzt, Ralf Müller-Schmidt? Jetzt haben wir gesagt, der Boulevard, der ist es nicht. Keine Listicles à la Buzzfeed. Und jetzt muss ich schaffen, in diese ersten 5 Videobilder zu kommen und konkurriere mit 5000 Sahnetorten, 3 Hochzeitsbildern und 14 Katzen. Wie schaffe ich es da, diese Relevanz aufzubauen? Also, weil du das eben gesagt hast mit Angry Birds und als ob das irgendwo ein Widerspruch dazu wäre, dass woanders was anderes stattfindet. Das sehe ich gar nicht. Warum soll nicht Angry Birds die Klicks abräumen und wenn die Leute informiert werden wollen, kommen sie zu uns? Also ich meine, das passt in einen Kopf ganz mühelos. Ja. Ich glaube, YouTube ist jetzt nicht so unser Thema. Unser YouTube ist Spotify. Also da eine Entwicklung, die immer mehr wegkommt von einem von Menschen live moderierten Programm in einen durch Algorithmen erzeugten linearen Stream. Ja, da gibt es jetzt auch schon Überlegungen, wie man da irgendwie noch die Nachrichten dazwischen kleben kann, damit das wenigstens noch klingt wie Radio. Und dann kann man auch noch die Werbung platzieren und dann muss sich das rechnen. Ja, das ist ja ganz klar. Ja, dann sind wirklich, da ist Druck drauf, günstig Radio zu produzieren. Ich wollte überhaupt nicht so verstanden werden, dass ich sage, wir bei den Öffentlich-Rechtlichen, wir haben hier die Technik und da die Verwaltung und da hinten auch noch irgendwo das Programm oder ganz vorne. Mir war nur wichtig zu sagen, was ist eigentlich für uns als öffentlich-rechtliches Programm die erste Frage, dass wir auch da rein müssen. Also wir sind im Moment intensiv dabei, zum Beispiel zu überlegen, wie kriegen wir denn unsere Formate in YouTube rein? Und wenn wir sie nicht gerade unter die Top 9 bekommen, aber wie kriegen wir sie so in YouTube platziert, dass wir da auch wieder glaubwürdig sind, dass wir bei den Leuten nicht irgendwie aussehen wie Leute, die sich ranwanzen bei der Community? Das ist ganz schlecht, ja. Und dass wir das da übernehmen, das können wir uns gar nicht aussuchen. Also ich wollte da nicht für vornehme Zurückhaltung gegenüber technischen Lösungen sprechen. Nur wir müssen erstmal gucken, wo können wir den ersten Schritt machen, wo sind wir ganz bei uns. Wir sind ein Content-Anbieter, ein journalistischer Content-Anbieter. Und das ist gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich, wo ja alles in Funkhäusern sozusagen sehr gut miteinander verzahnt über Jahrzehnte ist, gar nicht so klar. Ich meine, es gab Zeiten, da hat die Post als Staatsbetrieb dafür gesorgt, dass wir über UKW in alle Haushalte gekommen sind. Das ist vorbei, hat auch jeder gemerkt. Ja? Aber ich glaube, wir müssen einfach auch ehrlich sein. So manche Ziele werden wir uns, die müssen wir uns gar nicht stecken. Also ich glaube, die große Herausforderung wird sein, eine Übersetzungsbrücke zu schaffen zwischen der Technik
und deinem Content. Und ich glaube, also vielleicht um da nochmal kurz auf dieses Formatfestival zurückzukommen, das ja jetzt bis zum 28. Juni als Bewerbung noch läuft und ihr in der Jury sitzt. Ich glaube, genau das ist auch die Herausforderung da. Es gibt diesen Hackathon, diesen Event dann im August zusammen, wo es eben genau darum geht, wie spreche ich eigentlich mit Programmierern, wie sprechen Programmierer mit Content-Leuten, was erstmal so ein bisschen wie Kindergarten wirkt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man diese beiden Fraktionen mal in eine Kiste packt, dann ein Gaffertape drumherum macht und sagt, jetzt unterhaltet euch einfach mal und versucht mal, Dinge auszuprobieren, zu testen. Also warum funktioniert das jetzt so linear, warum nicht, ja? Ich glaube auch, dass im Grunde genommen, wirklich, dass ich weiß gar nicht, ob man in diese Top 5 rein möchte. Das ist das Erste. Also ich glaube, das ist eben auch die Frage, was möchte man? Ich glaube, ganz wichtig ist halt, dass gerade in dieser ganzen Gesellschaft, wo alles immer globaler wird, wo es immer mehr diese super Multinationals gibt, glaube ich, dass es immer mehr auch den Trend gibt, dass Leute wirklich auch eine Art von Orientierung suchen werden. Ich glaube, eine Trusted Source zu sein, ist unfassbar wichtig und unfassbar valuable. Ich glaube, das ist jetzt schon so und das wird immer mehr so sein, auch bei jüngeren Leuten. Ich glaube, das Zweite ist, dass man sich wirklich eben auch als traditionelles Unternehmen, ob das eine Produktionsgesellschaft oder ein Sender ist, öffnet, wie eben in so Formatfestival, zu sagen, okay, wir machen komplett auf und wir finden es großartig, was immer für Technologien oder neue Innovationen kommen, eben auch in der Schnitzel zwischen Technologie und Innovation. Und was ich auch gesagt habe, aber zu sagen, okay, wir bieten euch auch an, vielleicht euch so ein bisschen Art von Expertise zu geben, wie denn das ganze Business aussieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich einfach zu öffnen und wirklich aber wirklich auch darauf zu bestehen oder wirklich auch diese Core wirklich zu sagen, und wir sind diese Trusted Souls. Ich kann das immer wieder, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann ist man vielleicht nicht unter den ersten 5, vielleicht noch nicht mal den ersten 10. Aber ich glaube, man hat damit eine Relevanz, die man wirklich einfach, die im Grunde genommen dann auch von so einem Multinational nicht angegriffen werden kann, weil darum geht es wahrscheinlich irgendwann mal. Also das ist ja auch vielleicht Platz. Liegt da auch die Auflösung des vermeintlichen Konflikts zwischen inhaltlich getrieben und technologisch getrieben. Wir haben jetzt, es kommen jetzt Generationen nach, die würden von der Uni zum Irrsinn gezwungen, weil sie sich dann entscheiden müssen, Journalistik oder Informatik zu studieren. Also das ist Gaga, da werden die jüngeren Generationen werden die Ausbilder zur Vernunft zwingen. Aber das, was die Kreativlaunch, was ein Institut wie das MEZ macht, ist zu sagen, wir sind nicht geldgetrieben. Also Innovation, da wo sie sozusagen von alleine im Zuge der Marktwirtschaft stattfindet, fragt immer und gerne auch zuerst, egal welche Idee du hast, wo ist denn dein Break-Even? Wann kriege ich das Invest zurück? Kann man damit Geld verdienen? Und in diesem Markt der Innovation müssen Player sein, die diese Frage nicht priorisieren, sondern die sagen, was willst du? Ist das geil? Ist das gut für uns alle? Kann ich damit was anfangen? Werde ich eine Menge Geld verbrennen, aber Spaß haben? Lauter Fragen, die ein Unternehmer nicht stellen sollte. Hoffentlich tut das trotzdem ab und zu. Aber er muss es von seinem Sparkonto machen. Und da liegt ein ganz großer Wert drin, wo dann auch der Konflikt, ist es eher Technologie oder eher Content getrieben, kleiner wird. Besser hätte ich den Appell eigentlich gar nicht formulieren können, sich für dieses Formatfestival zu bewerben. Ja? Also bewerbt euch bis zum 28. Juni, habt ihr Zeit, eure Ideen einzureichen. Sie müssen in irgendeiner Form crossmedial sein, sie müssen einen Rundfunkbezug haben und sie müssen einfach neu sein, sie müssen gut sein, seid frech, seid mutig. Kann ich mal so ein Mutschild haben, bitte? Wir brauchen den da, den brauchen wir. Ja? Also ihr braucht den in the mood, genau. Und dann sind das mitunter eure Jurymitglieder. Ich sage danke an dieser Stelle, mir hat das Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, ja, ihr seid noch ein bisschen hier im Pubus und wenn ihr vorne noch ein paar Fragen habt, nutzt die Zeit, einfach noch ein bisschen Händchen zu schütteln und zu diskutieren. Danke euch allen. Vielen Dank selber. Danke. Dankeschön.